Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13 und wir spielen FIFA 13. Logischerweise, wir spielen diesen Modus hier nicht. Wir gehen in den oberen Modus. Ja, jetzt kommen Freundschaftsspiele. Deswegen haben wir das eben ja so schön aufgedrüselt. Als erstes geht's zu Gast. Wir spielen, ja, wir spielen nur zwei Freundschaftsspiele, obwohl drei, nee, drei. 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, wir spielen 3. Wir spielen als erstes zu Gast und wir spielen, eigentlich wollte ich das mit jemand anders machen, aber, ja, keine Zeit, keine Lust. Norwich gegen Schalke. Ja. Vorschlag eben halt und 2 Minuten schwer, machen wir mal. Aufstellung ist die auch bekannte Aufstellung. Wir haben die Aufstellung genommen, die jetzt am letzten Spieltag wieder aufgestellt wurde. Wer weiß, welcher Spieltag das ist, der ist gut. Wer nicht, der nicht. Macht ja auch nichts. Party spielen. Ja, Norwich gegen Schalke. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so toll sein sollte. Also am Anfang wurde ja halt gesagt, mach mal das mit so Underdog-Dinger, aber nö, irgendwie nicht. Herzlich willkommen aus Norwich. Heute kommt ein deutscher Gegner zu Gast. Mal schauen, wie sich das heute hier macht. Norwich in Gelb gegen die Deutschen in Weiß. Hult. Und das gibt schon früh in dieser Begegnung, nämlich für Martip den Platz verweist. Er versteht die Welt nicht mehr. Freistoß. Und daneben. Ein früher Platzverweis. Könnte das was Entscheidendes sein? Hundela ist das. Affelei. Affelei und Treffer 1-0. Ganz abgeklärt, die Leihe von Barcelona. Bennett zu Johnson. Holt und nicht der Ausgleich. Der ist knapp drüber. Ja, ganz knapp drüber. Holtby. Affelei. Neustädt. Huntela. Affelei. Affelei. Und geil. Fartan. Zu Huntela und er macht 2-0. Die Schalker zwar in Unterzahl, heißt aber nicht unbedingt, dass man jetzt hier auch unterzählig spielen muss. ...2-0. Besson. So. Dann gleich der nächste Konter. Über Huntela.
Und ja, hier wird's richtig raudig. Nächster Platz, Hawaii. Ja, Jones, der hat, den darfst du so nicht machen. Das darfst du nicht. Du darfst nicht einen Spieler, der so gerade mal irgendeinen Kommentar abgegeben hat, von hinten reingrätschen. Das darfst du nicht. Schalke damit jetzt zwei Leute in Unterzahl. Man müsste jetzt überlegen, wie man das denn jetzt am besten beheben könnte. Fuchs. Affelei. Holt B. Nein. Und Affelei. Ja, da hast du es. 3-0. Und er schiebt da noch rein, der Torhüter legt sich noch mal ein bisschen hin, schaut noch mal, ach, boah, ist so Welt. Ja, Weltanschauung halt, ne? Gehalten und das Gegentor holt, trifft. Schalke Defensive ja nur noch aus zwei Mann bestehend eigentlich. Also eigentlich müsste das hier ein Torschuss-Festival werden, aber das sieht ja nur so gar nicht danach aus. Norwich in Überzahl schafft es nicht gegen die Schalker, die relativ brutal heute vorgehen. 1-3. So, Brutalität heißt es heute. Heute gibt es, seit der Trainer, der Müller weg ist, ist Schalke brutal geworden. Holtby! Nochmal Holtby! Einfach mal rauf, weiter. Heißt die Devise hier. Holt gegen Unnerstall. Huntela wird gelegt. Freistoß. So, jetzt wird gewechselt. Rate Taker. Raus, Barnett rein. Oder Burnett. Freistoß Fuchs, der kann das eigentlich. Das hat er schon oft genug bewiesen. Fuchs. Und Treffer. Da zeigt das wieder. Der Christian Fuchs. Der kann die. Der macht die. Und das ist auch gut. Ein. Johnson und Holt macht ihn nicht. Was ist denn mit dem los? Der hat noch nicht mal Verteidiger bei sich, dadurch, dass sie alle schon auf der Tribüne sitzen und zuschauen. Huntela. So, abseits. Und rüber. Schade. 15 Minuten noch zu spielen und die Deutschen führen mit 4-1. Verdient kann man nicht sagen. Sondern eher Norwich nutzt keine Chancen. Norwich hat einfach überhaupt nicht den Überblick. Freistoß. Das macht der Fuchs schon wieder. Fuchs und drüber. Den hat er links drüber gestoßen. Rechts drüber gezogen. Schade.
Ah. Hunderstall. Von vorn, von hinten nach vorne heißt es wieder. Huntela. Huntela scheitert am Tor. Jetzt heißt es, alle Mann nach vorne. Norwich. Und vorbei. Vorbei die Chance. Es funktioniert nichts bei Norwich. Dementsprechend gewinnt Schalke mit einer unfairen Leistung. Aber so ist das manchmal. Wenn der Trainer nicht mehr da ist, wenn keine Disziplin mehr zu sehen ist, dann ist das auch mal so, dass das ein Team gibt, das es nicht mehr mit der Fairness hat. Vorbei, 4-1, gewinnt Schalke gegen Norwich. Und irgendwie will das mit der Schnelltaktik nicht. Ich habe gedrückt und gehämmert und alles. Ach, ist egal. Team wechseln, wir sehen uns dann und hören uns dann zum nächsten Mal wieder. Wenn ihr mögt, wenn nicht, dann nicht. Bis dann und tschüss.